Herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 2. Ja, wir sind immer noch hier, immer noch eigentlich frisch eingetroffen, kann man sagen, in den Dantius Towers auf Ilium. Ja, und wir wollen hier unser zukünftiges Crewmitglied Thane Krios, den Attentäter, finden. Aber dann die Eclipse hat noch ein bisschen was dagegen. So, hat man die Welle schon mal weggerotzt. Einmal kurz nachladen. Und da kommen schon die nächsten Mechs da hinten. Bam! Ja, die verstärkte Biotik-Explosion ist schon was Feines. Kann man nichts sagen dagegen. Da hat zudem sogar fast die Barriere komplett weg. Noch einer? Ja. Irgendeiner ist da noch. Aber wo? Hallo? Ach, da. Da war er. Achso, da kommen wir nochmal jetzt. Stimmt ja. Voll daneben. Ich glaube, da muss man mal ein Stück näher ran. Er hat zwar 16 gerade getötet, ja, warum nicht? Ne? Guck, guck. Ich muss nicht gleich die Scheibe da mitnehmen. So, bitte. So, das dürften hier soweit alle gewesen sein. Hab dich, aber sicher. So. Munitionsmäßig gibt es hier auch nichts mehr zu holen. Waffen irgendwie aufsammelmäßig haben wir auch nichts übersehen. Dann sieht das doch gut aus. Dann können wir auch weiter durch diese Tür hindurchschreiten. Alles noch ein bisschen baufällig hier. Aber das soll uns nicht weiter stören. Wir suchen ja einen Attentäter. Wir sollen uns ja nicht hier drauf und aufhalten, die Architektur hey, zu bewundern. Ich glaube, er ist hier rein. Dann geh rein und schnapp ihn dir. Geh du doch. Er legt deinen Arsch da rein. Messana bezahlt dich nicht fürs Rumstehen. Genau. Na gut, aber ich...
Der sieht etwas tot aus. Tja. Shit happens, ne? Dass du einmal das Blut so spritzen muss. Bei dem Max fliegen wenigstens nur die Funken. Kommt doch Warp auf den falschen. Alter, wo ist der denn gerade hingeflogen, der Mac? Ja, dann. Oh, scheiße, eine Kugel nur noch drin. Und die sieht man auch noch, ne? Hammer. Ach, herrlich. Herrlich. Jetzt aber cool, der Biotik-Explosion. Bam. Wo kommen die alle her? Ist hier irgendwo ein Nest davon oder was? Das ist ja abnormal. Hier liegt Muni. Muni ist immer gut. Hier kommen wir übrigens auch nur da hinten bei den ganzen Gegnern raus. Also es sieht gar immer durch die Tür gehen oder hier außen rum. Das kommt hier auf selber raus, wo die Munition hier liegt. Uiuiui. Die hat's alle weggehauen. Ganz viel Munition. Ach hey, du lebst auch noch. Jetzt nicht mehr. So, dann kommen schon den nächsten. Aber die kommen nicht weit. Das sorgen wir nämlich dafür. Ja, man sollte uns sicher treffen können. Ja, ja, ich bin ja da. Er muss irgendwo ein Nest sein. Mal wieder voll daneben. So, der ist auch down. Wären wir jetzt nicht mehr durch die Tür gegangen, wenn wir mal hier hinten rausgekommen, aber hier ist ja nichts weiter. Insofern wäre das eigentlich recht herzlich gewesen. Aber da lag ja schön viel Munition da hinten. Ist hier noch irgendwo jemand? Was ist da eigentlich? Hat da aber noch was gehört? Ja, ah ja, genau, da hinten. Da sind sie doch, die Gesuchten. Mehrere Mechs sogar. Mehrere Mechs. Und noch mehr Eclipse. Hier gibt es ja bald mehr Eclipse in der Bude als andere.
Die sollen bestimmt mal Probe wurden hier drin. Die Eclipse-Söldner. Hat er sich einfach abgeduckt. Nichts kann mich aufhalten. Alter. Guter Schuss. Da ist gerade irgendwas hochgeflogen. Ich leg euch mal um. Brauchen wir noch eine andere Waffe? Bist du tot? Ja. Hat dieses theatralische Röcheln noch. Gut. Gucken wir uns mal hier hinter. Hier liegt nämlich auch eine neue Waffe. Ein Präzisionsgewehr. Wovon ich auch persönlich nicht so ein Fan bin. Die S97C Viper, weil ihr seht doch ja zwar bei weitem mehr Munition, aber und sie, ja gut, und sie ist auch eine Semi-Automatik, sag ich mal, so kannst du mehrere Schüsse hintereinander abfeuern, aber sie macht nicht so viel Schaden wie die Mantis. Das ist der Nachteil von der Viper. Aber wir werden sie trotzdem mal nehmen. Wir werden trotzdem mal ein bisschen mit da spielen. So, jetzt switchen wir erstmal auf die Waffe um. Ich habe dann nämlich so meine Gründe. Na gut, wir hier noch nicht. Erstmal mal die Tür hinten aufmachen. Wir haben hier um die Ecke gerade erstmal noch was wartet. So. Hier ums Eck war ja auch noch was. Mal wieder ein bisschen umgehen. Also ist kein Thema. So, haben wir das auch schon gelöst. Gut, doch. Bitte, töten Sie uns nicht. Wir werden gehen. Wir werden gehen. Hey, sieh mal. Die gehören nicht zu Eclipse. Wie kommst du da drauf? Sie sind doch hier, um uns zu helfen, oder? Ja. Das ist einer der Gründe, warum ich hier bin. Kommen Sie raus. Es ist soweit sicher. Danke. Wir stehen in Ihrer Schuld. Vielleicht können Sie mir helfen. Ich suche jemanden. Keinen Söldner. Er ist allein unterwegs. Naja, der Typ, der uns hier eingeschlossen hat. Als er uns gefunden hat, dachte ich schon, jetzt sind wir tot. Aber er hat nur die Tür zugemacht und uns eingesperrt. Er könnte es sein. Aber nach einem Attentäter hört sich das eigentlich nicht an. Attentäter? Wegen Nassana möchte ich wetten. Die hat schon lange verdient. Da sind wir uns einig. Wenn man so behandelt, rächt sich das irgendwann und du wirst in den Arsch gebissen. Sie sind wohl nicht direkt ein Freund von Nassana. Sie ist keine Frau, für die man gerne arbeitet. Ach, sehr, sehr das gut, wie die schon schrieben. Wir müssen ewig lange schuften, bekommen aber keine Überstunden bezahlt. Und so sieht dann die Bezahlung aus. Sie ist unangenehm, um es vorsichtig zu sagen. Ach, sehr vorsichtig. Warum kündigen Sie nicht einfach? Das würden wir, wenn wir könnten. Was hält Sie davon ab? Unser Leben. Vertrag. Wir müssen bleiben, bis der Auftrag erledigt ist. Kündigung aus beliebigen Gründen gefährdet die Gesundheit. Wir haben gehört, dass jeder, der vorzeitig geht, einfach verschwindet. Kann aber auch nur ein Gerücht sein. Aber wer will schon rausfinden, ob es so ist? Ja, aber wer, ich sag mal so, von so einem Turm, da fällt man schon ein Stück. Haben Sie den Mann gesehen, der Sie eingesperrt hat? Wissen Sie, wohin er gegangen sein könnte? Er ist kein Salarianer, so viel steht fest. Aber wo er hin ist, weiß ich nicht. Tut mir leid. Wenn er hinter Nassana her ist, muss er in die oberen Etagen. Mehr wollte man nicht wissen. Ich würde nicht hierbleiben. Auf den unteren Etagen ist es sicherer. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Los, wir gehen! Dann geh doch. Danke. Kein Ding. Und sagen Sie Ihrem Attentäter, er soll auf den Kopf zielen. Ein Herz hat sie nämlich nicht. Beweg dich! Dann kann er auch noch einen Hals zielen. Warum mal einen Kopf? Wenn man einen Kopf zieht, spritzt Blut zu sehr. Das macht man doch nicht. So, noch mehr Credits, noch irgendwas hier drin? Nein, gut. So, aber jetzt brauchen wir den hier.
So, dann machen wir noch du gehst da an Deckung. Du gehst da an Deckung. Gut, ich versteck mich. Ihr bleibt dort, ich mach kurz die Tür auf. Hört wohl den Fahrstuhl. Einfach nur dastehen und auf sie warten? Ich mag's ja direkt, aber... Wir sollten Deckung suchen. Schnell. Mezzanine, genießen Sie Ihren Aufenthalt. Na, sieht doch gut aus. Alter Vater. Und bumm. Ja, ich glaube, die sind tot. Und Vogel, du hältst den Schnabel. Sonst schickst du dir auch mal kurz eine Biotik-Explosion. Nee, Spaß. Nee, sowas machen wir nicht. Wir sind ja keine Tiere. Wir sind ja Tierliebhaber, keine Tierschänder. Nein. Auch wenn man schon nervig ist, ich bin froh, dass ich ihn habe. Ist schon ganz lustig, der Kleine. Auch wenn er manchmal wie jetzt zum Beispiel einen ziemlich großen Schnabel hat, aber egal. So, wir wollen mit dem Vorstuhl fahren. Oh, ein Hochgeschwindigkeitsfahrstuhl. Sehr schön. Ich habe nichts mehr von den Teams 4 und 5 gehört. Die sind ja auch tot. Keine Sorge, mein Team ist immer einsatzbereit. Noch. Ich weiß nicht, wo er ist. Noch nicht. Nur keine Sorge. Wir brauchen hier keine Verstärkung. Bist du dir da ganz sicher? Alles unter Kontrolle. Ich gehe jetzt selber runter. Was, durchs Fenster? Verdammt! Haben Sie den Attentäter gesehen? Warum suchen Sie nach ihm? Sie gehören nicht zu Nassanas Söldnern. Wer sind Sie? Wenn Sie meine Fragen beantworten, lasse ich Sie gehen. Hören Sie, selbst wenn ich wüsste, wo er ist, würde ich es Ihnen nicht sagen. Ich hatte auf eine andere Antwort gehofft. Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen. Erschießen Sie mich ruhig. Meine Leute sind gleich da hinten. Die machen Sie dann sowas von fertig. Bist du dir das sicher? Ist eine kleine Information es wert, dass man dafür stirbt? Ist Nassana es wert? Nein. Wohl nicht. Okay, also gut. Mein letzter Stand ist, dass der Attentäter auf dem Mezzanin war. Aber die Teams auf der Brücke dachten auch, sie hätten ihn gesehen. Genau weiß es keiner. Vielleicht hat er ja noch ein bisschen Zwillingsbruder. Verschwinden Sie von hier. Geh schon. Weiß man das? So, was haben wir hier noch? Ein Datenpad. Diese Datenscheibe enthält eine Liste mit genetischen Informationen über die Familie Kirosa. Das ist sehr nützlich für den Salarianer, den man gefunden, den wir da gesehen haben, der immer hier sich hier über Telefon aufregt oder über Funkübertragung, keine Ahnung, was auch immer, dass er irgendwelche Familiendaten braucht. Das war der kurz, bevor wir hier zu den Dentist House aufgebrochen sind, der mitten im Raum steht. Und zudem müssen wir dieses Datenpad dann noch später irgendwann bringen. So. So viel dazu. Wo kommst du denn her? Wo kam der denn her? Das war der Arm. Das war der Kopf. Nee, das Einschuss ist nicht gleich tot bei der Waffe. Aber ist nicht weiter tragisch. So, können wir jetzt mehr Schüsse ineinander abfeuern. Also hier nach jedem Schuss nachladen zu müssen. Ist auch mal ganz vorteilhaft, finde ich. Auf einmal bei solchen Barrieren doch ein paar Schüsse mehr brauchen. Aber egal. Lebt die noch? Tatsache.
Aber jetzt nicht mehr. Alter, hat die Schockwelle von Jake Ash geschafft, die Alte bis da hochzuschleudern. Reife Leistung, Jack. Oh, hier haben wir noch eine Tür. Es sind wahrscheinlich auch noch ein paar flüchtende Arbeiter dahinter, wenn ich mich richtig erinnere. Alles schon ein bisschen länger her hier. Zwar noch nicht so lange, aber ein paar Wochen, Monate bestimmt schon. Zack, wieder alles hier. Super Umgang. Sind hier drinnen alle in Ordnung? Zurück! Zurück oder ich schieße! Ruhig, das Ende Brauner. Kann schnell oder schmerzhaft sein. Ihre Entscheidung. Ich will sie nicht verletzen. Aber ich werde es tun. Zurück, habe ich gesagt. Ich tu's. Dann mach doch, Mensch. Und laber nicht so viel. Zwingen Sie mich nicht dazu. Hey, ich bin hier nicht der Bösewicht. Wie heißen Sie? Ich bin Telon. Kommen Sie nicht näher. Telon, ich bin Commander Shepard. Ich arbeite nicht für die Söldner und will ihnen nichts tun. Ich bin hier, um zu helfen. Ich... Okay. Hier. Danke. Mir geht's nicht so. Taylor! Er ist mein Bruder. Ich will nur sehen, ob er in Ordnung ist. Immer diese Familienwirtschaft. Sind Sie die Leute, die den Söldner erschossen haben? Nein. Ich war's nicht. Und Ihr Bruder wohl auch nicht. Nein. Taylor stand hier neben mir. Was genau ist passiert? Der Söldner hat uns gefunden und gebrüllt, wir sollen uns bewegen. Wir gerieten in Panik und dann hat er noch mehr geschrien. Ich dachte schon, er würde uns umbringen. Und dann ist sein Kopf einfach explodiert. Telon hat die Waffe des Söldners an sich genommen, aber zum Gehen hatten wir zu viel Angst. Dann sind sie aufgetaucht. Sauberer Schuss. Sehr schön. Ja, das wird dann wohl Dan gewesen sein. Hier oben sind immer noch Söldner. Sie sollten in die unteren Etagen gehen. Dazu müssen Sie mich nicht lange überreden. Telon, komm schon, steh auf. Können wir jetzt nach Hause gehen? Natürlich. Ja, wir verschwinden von hier. Danke. Kein Problem. So. Kann man keinen aus PDA hacken? Kann man sein ganzes Erspartes mitnehmen? So, halt, ja. Und dort. Das ging ja schnell diesmal. Alle Teile nebeneinander. Oder untereinander, je nachdem. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle erstmal Schluss für heute. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zusehen und ja, in der nächsten Folge dächte ich mal, müssen wir dann bei Thane auf alle Fälle ankommen. Und ja, bis dahin bedanke mich immer recht herzlich fürs Zuschauen und haut rein, Leute. Ciao, ciao.